Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Hermann. Heute zu Gast habe ich Herrn Professor Dr. Simon aus Hasborn, ein Global Player, was er auch in seinem Buch beschrieben hat, Zwei Welten, ein Leben, vom Eifelkind zum Global Player. Professor Dr. Hermann Simon, wir kennen uns privat schon einige Zeit, schon viele Jahre, daher duzen wir uns. Ich denke, das ist in Ordnung, dass wir das auch hier im Interview so weit beibehalten. Ja, du hast ein Buch geschrieben, ein tolles Buch, ich habe es gelesen. Es war sehr spannend, weil es auch viele Dinge wiedergespiegelt hat, wie ich meine Kindheit auf ähnliche Weise erlebt habe. Als Eifelkind, du aus Hasborn, ich aus Greimerath. Und von daher war es hochinteressant zu erleben, wie ein Mensch aus Hasborn eine wunderbare Jugend verbringen konnte und dann in die weite Welt gekommen ist. Vielleicht erzählst du unseren Zuschauern einfach mal dein Leben. Ich habe eine ganz normale Kindheit und Jugend in Hasborn verbracht. Da ist man auch nicht in die Welt rausgekommen. Da war ein Ausflug nach Wittlich oder einmal im Jahr vielleicht nach Trier schon ein Höhepunkt. Und auch die Schulausflüge, bei denen dein Vater ja als Lehrer von Greimerath oft auch dabei war, die waren Höhepunkte, wo man mal nach Köln in den Zoo oder so kam. Also in meinen ersten 15 Jahren habe ich wenig von der Welt gesehen. Es gab allerdings ein paar Besonderheiten. Meine Mutter stammte aus dem Saarland, was sehr ungewöhnlich war, denn normalerweise heirateten die Leute innerhalb des Dorfes oder zwischen Nachbardörfern, weil man ja nirgendwo hinkam, man hatte kein Auto etc. Und wie lernten sich jetzt mein Vater und meine Mutter kennen, so weit auseinander? Eben. An einem ungewöhnlichen Ort, nämlich in Warschau. Wie kommt das? Ja. Meine Mutter war Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg und mein Vater war Sanitäter und die haben im gleichen Lazarett in Warschau gearbeitet. Da kann man also sagen, da war ich schon ein bisschen überregional was in mir eingepflanzt. Und dann gab es einen Bruder meiner Mutter, der war steiler Missionar und 1936 nach Papua-Neuguinea gegangen, also ans andere Ende der Welt. Wir haben ihn übrigens dann auch 1983 besucht, als er noch lebte. Und eine ganz entscheidende Phase, sag mal, für meine Öffnung zur großen Welt waren die Ausflüge, die wir mit unserem Religionslehrer Heinrich Debory gemacht haben. Der hat jedes Jahr eine große Reise mit 50 oder sogar mehr Schülern organisiert. Er privat, das war keine offizielle Veranstaltung der Schule. Und die erste Reise ging mit 16 Jahren nach Italien. Wir haben ganz Italien abgeklappert, Gardasee, Venedig, Florenz, Rom. Und das ist natürlich für einen Dorfjungen unvorstellbar gewesen, eine solche Reise zu machen. Und zwei Jahre später eine noch größere Reise nach Spanien, Marokko und Portugal. Und ich glaube, da habe ich irgendwie den Duft der großen, weiten Welt, wie es damals in der Werbung für die Zigarette Peter Stuyvesant hieß, geschnappt. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Überfahrt nach Afrika, von Algeciras nach Ceuta. Ja, das waren Erlebnisse, die sitzen tief drin in mir. Wenn man jetzt überlegt, das waren ja in den 60er Jahren Reisen. Ja. Wie konnten die finanziert werden? Ich meine, es gab ja noch nicht diese Fördervereine, Zuschüsse. Wie haben deine Eltern das geschafft, dir das zu finanzieren? Also das ist mir bis heute selber ein Rätsel, wie auch Debory es geschafft hat. Zum Beispiel hat die Reise 24 Tage nach Italien, die hat 280 D-Mark gekostet. Sprich, ungefähr 10 Mark, etwas mehr als 10 D-Mark pro Tag. Das sind 5 Euro, da war der Bus drin. Wir haben in Klöstern übernachtet oder in Zelten. Und er hat es dann auch irgendwie geschafft, ein paar Sponsoren zu finden. Wir haben zum Beispiel Adventskränze gemacht und die verkauft, um das mit zu finanzieren. Ah, ihr wart also in der Finanzierung auch da selber beteiligt? Wir waren dann auch ein bisschen beteiligt. Ja, und bei der Marokko-Reise, die war 35 Tage, die hat 420 Mark gekostet, 210 Euro. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das war nicht das Hauptproblem für mich. Meine Eltern sagten dann, du machst das mit. Das Hauptproblem und was mir ein schlechtes Gewissen gemacht hat, war, dass ich die ganzen Sommerferien weg war. Und ich war der Einzige in der Familie. Wir hatten nur meine Eltern.
und eine jüngere Schwester, die in der Ernte helfen konnten. Er hat ausschließlich von der Landwirtschaft gelebt. Wir haben nur von der Landwirtschaft gelebt, einen kleinen Bauernbetrieb. Wir hatten 8,5 Hektar, das war so mittlere Größe in Hasborn. Aber dass ich dann während der Haupterntezeit weg war, das hat mir schon Gewissensbisse verursacht. Aber ich habe es trotzdem nicht bereut, weil das einmalige Erlebnisse waren, die auch für mein Leben prägend wurden. Viele Zuschauer, jetzt wo du sagst, es war ja früher in der Landwirtschaft, jede Hand war notwendig. Es gab ja sogar Kartoffelferien, ne? dass man bei der Ernte helfen konnte. Und da ist das schon erstaunlich, wenn man, wenn Eltern einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, dann ihren Sohn für so lange Zeit entbehren können. Also es war ihnen, die Bildung war ihres Sohnes war ihnen schon wichtig. Kann man sagen. Also sie haben mir auch nie einen Stein da in den Weg gelegt, wenn ich sagte, das ist so eine tolle Reise. Und da haben die nie gesagt, nee, wir brauchen dich oder du kannst nicht mitfahren. Und das muss ich auch hoch anerkennen, weil wenn so ein landwirtschaftlicher Betrieb an zwei Leuten nur hängt, das ist fast unmöglich. Wenn du beispielsweise Heu oder Getreide auflädst auf den Wagen, das waren ja dann Garben oder Heubüschel, da kannst du das nicht mit weniger als 3-4 Leuten machen. Das heißt, die mussten sich auch immer irgendwo in der Nachbarschaft oder im Dorf Hilfe holen, weil ich fehlte. Und das ist wirklich eine Großzügigkeit, kann man sagen, oder ein Denken, der Junge muss Bildung mitbekommen gewesen, die ich nur hoch anerkennen kann. Du gibst ja auch, wer dich kennt, etwas von dieser Dankbarkeit zurück, denn du hast das Elternhaus noch behalten in Hasborn. Du kehrst immer wieder nach Hasborn zurück, bei jeder Gelegenheit, die du hast. Du bist natürlich auch, da kommen wir ja gleich, du ein Global Player, bist in der ganzen Welt unterwegs. Aber der Weg führt dich immer wieder zurück zu den Wurzeln. Also diese Zeit hat dich geprägt und die Dankbarkeit gegenüber deinen Eltern bringst ja zum Ausdruck, dass du das aufrecht erhältst, was du von deinen Eltern geerbt hast. Es gibt ja auch so einen Spruch, irgendwie, was du von deinen Eltern erbst, besitzt, um es zu behalten. Ja. Und ich denke, es ist auch eine Form der Dankbarkeit gegenüber deinen Eltern. Ja gut, ich hänge durch meine Prägung in der Kindheit an meinem Heimatdorf Hasborn, an der Eifel generell. Und das hat für mich auch ganz aktuelle Bedeutung. Ich war kürzlich bei einem Vortrag des früheren Außenministers Gabriel und er sagte, die Trennlinie in der Gesellschaft, die verläuft heute zwischen den Anywheres, die überall zu Hause sind, diese Globalisten, und den Somewheres, die nur an einem Ort zu Hause sind, die nicht von einem Ort weggekommen sind. Ich behaupte mal, dass ich beides in mir vereine. Ich hänge an meinem Heimatdorf und meiner Heimat. Ja. Ich bin aber genauso in Peking oder Tokio unterwegs oder zu Hause. Das sind für mich keine Gegensätze, sondern das sind einfach zwei Bestandteile meiner Person und meines Lebens. Und insofern halte ich die Aussage von Gabriel, die man ja auch sonst viel liest, von Politikern hört, die halte ich, sagen wir es mal, für Scharfmacherei, für eine künstliche Trennung. Diese Heimatverbundenheit, eine Wurzel, seine Wurzeln irgendwo zu haben und gleichzeitig in der Welt unterwegs zu sein, ist kein Widerspruch, sondern gehört auch gerade für Deutschland. Wir sind das am stärksten vom Export abhängigste Land der Welt. Und deswegen müssen wir Leute haben, die rausgehen und unsere Märkte dort aufbauen, unsere Produkte verkaufen, Service organisieren. Und es ist aber wünschenswert, wenn diese Leute gleichzeitig heimatverbunden bleiben und nicht für immer wegsehen, dass man nie mehr was von ihnen hört. Und das kann ich nur sagen. Ich habe ja auch diese Serie Kinder der Eifel erfolgreich in der Welt zustande gebracht. Wir treffen uns alle 2 Jahre und da kommen 50, 60 Leute, die wirklich viel erreicht haben in der Welt, die kommen immer wieder zurück und bei denen ist das genauso. Und über diese Geschichte hast du auch ein historisches Wort geprägt, die Eifelkeit. Ja, also das ist ja schon interessant. Mit diesem Wort hast du etwas zum Ausdruck gebracht, was man eigentlich normalerweise nur fühlen kann. Eifelkeit. Ja. Das Wort habe ich geprägt in einer Laudatio, also einer Lobrede auf Mario Adorf. Mario Adorf stammt ja aus Mayen und ist insofern auch Eifler, kann auch noch Eifler platt. Ja. Und
Ich habe dann in der Vorbereitung auf diese Laudatio mit ihm gesprochen. Zum Beispiel fragt er dann, wie sagt ihr denn für Eifel bei euch in der Gegend? Ich sagte, schon gesagt, Eifel. Und dann sagt er, mir sondert anisch, Äfel mein ja. und so. Und er hat ein Motto, man soll nicht weiter springen, als man spucken kann, als Zeichen auch für Bodenständigkeit. Ja. Und er ist auch ein ganz normaler, bescheidener Typ. Und dann fiel mir eben für diese Laudatio ein, wie kann man das beschreiben, als Gegensatz von Eitelkeit und Arroganz, passt denn natürlich Eifelkeit. Ich brauche nur einen Buchstaben zu ändern, von Eitel auf Eifel, und habe dann diesen Gegensatz plakativ beschrieben. Ja, aber er beschreibt wirklich ein Lebensgefühl. Ja, die Eifler, und das kann ich ja auch von den vielen, die ich eben erwähnt habe, die Professoren sind, wir haben zum Beispiel einen der besten Mathematiker der Welt, kommt aus der Eifel, Ingenieure, die Weltruhm für der Spezialist für sogenannte Winkelgetriebe, stammt aus Manderscheid. Und das sind alles normale, bescheidene Leute geblieben. Aber du als Beispiel sieht man ja, es kann ja, wie du eben auch gesagt hast, trotzdem möglich sein, dass man eben einfach in die weite Welt rausgeht, aber dann seine Wurzeln hat. Aber kommen wir jetzt einfach mal weiter zu... Du bist ja dann irgendwann wirklich in die große, weite Welt gereist und hast auch deinen Mittelpunkt deiner Lebensbeziehung nach Bonn verlagert. Wie ging es denn weiter nach dem Abitur? Ja, ich war dann erst bei der Bundeswehr. Ich wollte ja ursprünglich Starfighter-Pilot werden, bin da an Augenproblemen gescheitert. Da brach für mich die Welt zusammen, aber das war ein Glücksfall aus heutiger Sicht. Ja. Ich bin dann trotzdem zur Luftwaffe gegangen, habe sogar auch einen Starfighter abstürzen gesehen. Da sind ja sehr viele abgestürzt. Und habe dann in Bonn studiert. Das war aber alles normal. Zu der Zeit gab es noch keine Studienaustausche mit Ausland oder Auslandsstudium. Und ein ganz entscheidender Schritt kam dann, was das Thema Internationalisierung anging, dass ich nach meiner Doktorarbeit nach Amerika gegangen bin, ans Massachusetts Institute of Technology als sogenannter Postdoc, also nach dem Doktorat Fellow. Und da habe ich eine ganz andere Welt erlebt, was Forschung und Wissenschaft angeht. Und bin dann ja auch später nochmal an die Stanford University und nach Harvard gegangen. Also ich war insgesamt knapp 3 Jahre in Amerika. Und während der Zeit habe ich dann auch die internationalen oder globalen Beziehungen aufgebaut, die dann später zu diesem Global Player oder wie man das nennt, führten. Als Global Player hast du dann eine Firma gegründet in Bonn, Simon Kucher und Partners heißt die. Dr. Kucher war mein erster Doktorand mit dem, und dann kam der zweite Doktorand, Dr. Sebastian, auch dazu. Haben wir 1985 angefangen, aber ich war zu der Zeit Professor, also nicht angestellt bei der Firma, sondern habe diese Beratung nebenher gemacht. Ich war dann Professor in Biele, an der Universität Bielefeld und später an der Universität Mainz. Bin dann 1995 aus der Universität rausgegangen, habe mein Beamtentum aufgegeben und voll in die Firma eingestiegen. Und dann haben wir auch mit der Internationalisierung der Firma angefangen. Was habt ihr da genau gemacht? Oder was wir Firma genau ja noch, machen, die Firma ist sehr erfolgreich gewesen. Unsere Spezialität ist die Preisberatung. Jedes Produkt oder jede Dienstleistung, die man einkaufen kann, irgendwo hat einen Preis. Also wenn Porsche ein neues Modell einführt, dann fragen die uns, wie viel sollen wir nehmen? Wie sollen wir den Preis setzen? Wenn ein neues Arzneimittel auf den Markt kommt, da ist ja meistens 1 Milliarde Euro oder so investiert worden in die Forschung, dann fragt uns diese Firma, welchen Preis sollen wir nehmen? Das ist auch von Land zu Land verschieden. So haben wir zum Beispiel im Pharmabereich 48 der 50 größten Pharmafirmen als Kunden. Und wir machen das in allen Branchen, von Banken. Wir haben die Bahncard beispielsweise erfunden in den 90er Jahren. Und auf diesem Gebiet sind wir heute Weltmarktführer. Und was die Internationalisierung angeht, wir haben dann unser Büro in Bonn gehabt. Weil ich da wohnte, war das im Wesentlichen der Grund.
und unser erstes Auslandsbüro in Amerika eröffnet, weil ich sagte, wenn wir ein Weltunternehmen werden wollen und diesen Ehrgeiz hatten wir, dann müssen wir uns in Amerika bewähren. Heute haben wir 38 Büros weltweit, 1250 Mitarbeiter und sind auf unserem Gebiet Weltmarktführer. Wow. Ja, so bist du natürlich dann auch beruflich immer wieder unterwegs. Und wenn man so eine Firma mit aufbaut und ich denke, da hat man schon einige Flugstunden hinter sich. Das ist richtig. Hast du das mal zusammengerechnet? Ja, ich habe in der Autobiografie, habe ich ja viel auch darüber geschrieben, wie die Firma entstanden ist und so weiter. Da habe ich mal geschätzt, dass ich zwischen 2 und 3 Millionen Kilometer geflogen bin. Das ist also, sagen wir mal, 10-mal die Entfernung zum Mond, irgendwas in der Größenordnung. Aber ich bin lebenslang Partner in unserem Unternehmen, bin aber nicht mehr im Management, habe also keine Managementverantwortung und arbeite auch an Consulting- und Beratungsprojekten nicht mehr operativ mit. Heute bin ich mehr mit Vorträgen unterwegs. Also zum Beispiel war ich im Jahre 2018 insgesamt 6 Wochen in China auf 5 Vortragsreisen und habe da ungefähr 30 Vorträge gehalten. Und dadurch bin ich heute auch noch sehr viel unterwegs, aber eben nicht mehr in dieser direkten Beraterrolle. Ja, aber dennoch, du hast ja im Laufe deines Lebens ein großes Know-how aneignen können und bist bereit, dieses Know-how über die Vorträge weiterzugeben. Wie eine Firma entsteht, kann man dann auch hier nachlesen, wie du das gemacht hast. Kommen wir auch wieder zurück zur Verbundenheit, zur Eifel. Du hast dich auch bereit erklärt, dann die Region hier zu unterstützen. Du bist Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung der Stadt Wittlich und bist bereit, auch hier mitzuhelfen, dein Know-how weiterzugeben und dass auch vielleicht die Region hier ein bisschen viel davon profitieren kann. Das, denke ich, ist auch eine Herzensangelegenheit von dir, so ein Ehrenamt zu übernehmen. Was ist jetzt da deine Aufgabe? Vielleicht für die Zuschauer, die sich das nicht. Ja, die Stiftung Stadt Wittlich ist entstanden, als die Stadt ihr Niederspannungsnetz an das RWE verkaufte 1991 und das Geld nicht in den Haushalt einstellte und ausgab, sondern in eine Stiftung einbrachte. Und die Stiftung, die betreibt zum Beispiel hat zwei Kindertagesstätten, eine in Wittlich, eine in Wengerohr, gebaut und unterstützt soziale, kulturelle und sportliche Zwecke. Hat da jedes Jahr ein Budget und da werden eben diese Aktivitäten im Wesentlichen den 3 Feldern unterstützt. Und sie muss natürlich ihr Kapital erhalten und wir machen ja dann auch einige Aktionen für die Öffentlichkeit. Die bekannteste ist die Verleihung des Georg-Meistermann-Preises. Zuletzt in 2018 an Jean-Claude Juncker und das sind immer große Veranstaltungen, bei denen das Eventum gefüllt ist. Und ich denke insofern, dass die Stiftung für Wittlich und die Bürger von Wittlich eine sehr schöne Rolle spielt. In Hasborn selber machen wir auch kleinere Sachen, da ist meine Frau auch sehr engagiert. Zum Beispiel haben wir da ein Feldkapellchen renoviert oder bei der Schule wurde ein schönes Gemälde über den Eichenhain angebracht. Also das ist nicht viel, was ich mache oder machen kann, aber so kleine Dinge, die auch der Heimat dann nutzen, mache ich natürlich gerne. Ja, das ist ja, ich meine, die Heimat profitiert davon, du kommst auch nochmal zurück zu den Wurzeln. Du bist ja eigentlich regelmäßig in Hasborn, hast dein Elternhaus ja nicht vermietet oder verkauft, sondern du hast es für dich, sodass du jederzeit die Möglichkeit hast des Rückzugs. Mir hat mal jemand gesagt, wenn der Hermann nach Hause kommt, das Erste, was er macht, er zieht den alten Arbeitskittel seines Vaters an, setzt sich auf den Traktor und fährt über die Felder. Ist das richtig? Ja, ich fahre nicht immer mit dem Traktor, aber ich habe den alten Traktor und besonders Spaß macht mir jetzt, wenn mein 7-jähriger Enkel dabei ist und wir dann in Hasborn ein ganz anderes Leben haben als in der Stadt. Da kommen dann ein paar Jungs aus der Nachbarschaft gelaufen, dann fahren wir auch mal mit dem Traktor oder gehen in den Wald oder fahren Holz holen.
Das ist für mich in der Tat eine andere Welt. Und der große Vorteil ist, ich wohne ja im normalen Leben in Bonn. Ich brauche nur eine gute Stunde und dann bin ich in einer anderen Welt. Ja. Und da will ich nicht noch mal irgendwo nach Mallorca oder so noch mal in die Mühle mit Flughäfen, sondern komme dann nach Hasborn, Schwäze mal der Horst bei der Leiden, Horst bei der Platt. Und da sei doch der Simons Hermann. Ja, da warst du der Hermann. Und dann Schwäze Platt, vielleicht auch für diejenigen, die das Dialekt nicht so kennen. Also wir können mal so eine kleine Passage mal auf Dialekt hier präsentieren. Also da kimmst nach Horstbad, er kommt nach Hasborn und schwätzt dann platt mit allen Leuten, was dann auch der Hermann, nicht der Herr Professor Dr. Genau. Simon. Ja. Und aber in Wirtschaft geht es kein mehr in Horstbad, ne? Im Moment geht es kein. Es gibt Hoffnung, dass die Wirtschaft wieder aufgemacht wird. Ja, ich hoffe, dass die Aalwirtschaft, Hotel Thomas, dass die wieder im Laufe von 2019 aufgemacht wird. Aber ich klebe recht, wenn ihr jetzt seht. Ja, aber in Wirtschaft war ja auch früher immer ein zentraler Ort, wo man sich getroffen hat. Und das Klischees wurden ja bedient. Und in Dörfern früher, das Nordermass, nach der Kirche, nach der Heiligen Messe, sind die Männer in die Wirtschaft gegangen, noch haben ihr Frühschoppen gemacht, etwas getrunken. Und dann die Frauen sind heim, haben gekocht. Ja, und haben gewartet, dass die Männer so was daheim kommen. Ja. Na, das, so Klischees haben wir erlebt. Ja, ich sage das jetzt nochmal in Hochdeutsch. Ja. Ich bin gestern Abend mit meiner Frau durchs Dorf gegangen. Wir haben ja Gott sei Dank noch ein Geschäft in Hasborn mit Metzgerei und eine Grundschule. In dem Bereich war aber in jedem Haus, da war eine Tankstelle früher, die Post, Gasthaus Koller, ein Lebensmittelgeschäft, Gasthaus Thomas auf einer Strecke von 100, 150 Metern. Mhm. Und heute ist nur noch das, Gott sei Dank, das Lebensmittelgeschäft und die Schule da. Ja. Also früher war praktisch in jedem Haus da ein Geschäft, eine Wirtschaft oder eine Tankstelle. Und diese Entleerung der Dörfer von Infrastruktur, Schule weg, Pfarrhaus weg, Geschäfte weg, Handwerk weg, das ist wirklich schade für die Dörfer, aber realistischerweise muss man sehen, das kann im kleinen Dorf nicht mehr wiederkommen. Ja. Das sind die schade, aber das ist die Vergangenheit. Mhm. Aber ich habe die in bester Erinnerung, zumindest in meiner Erinnerung existiert die weiter. Ja, vielleicht auch mal so eine kleine Anekdote, die ich mit Hasborn so in Verbindung bringe, was vielleicht auch die wenigsten sich vorstellen können. Ich komme ja aus dem Nachbarort, aus Kreimerath, 2 Kilometer weiter. Und man hat ja dann immer noch eine Hausschlachtung gemacht. Also die Menschen hatten ja gelebt von dem, was sie selber erwirtschaftet haben. Und sie hatten dann ihre Schweine. Und aus Hasborn kam der Metzger. Ja. Ja, den Namen weiß ich nicht mehr. Du weißt du noch? Es gab 2 Metzger und ich habe ja auch ein Fotobuch über Hasborn. Hasborn, Erinnerungen an eine versunkene Welt herausgegeben. Da ist sogar der Metzger, der hieß Johann Simon, Simon Zanni und Josef Görgen. Josef Görgen, den. Da ist sogar ein Bild drin, wo die in eurem Haus schlachten. Ja. Allerdings ist es nach dem Schlachten, die sind beim Schnapstrinken. Genau, dieses Foto habe ich noch in Erinnerung, was mein Vater damals gemacht hat. Das war Tradition. Man ist durch ein Dorf gegangen und da waren die aufgeklappten Schweine, haben da an der Leiter gehangen. Das war normal. Ja. Ja, heute käme Amnesty International und die käme Gott weiß wer gelaufen und würde sich da beschweren, was man da macht. Also da hat sich vieles geändert. Du, durch deine Rückkehr nach Hasborn, hältst das noch in Erinnerung? Hält es aufrecht. Du bist in der ganzen Welt unterwegs, kommst immer wieder gerne nach Hasborn zurück. Du hast die Eitelkeit in dir. Hermann, wir kommen jetzt doch zum Ende des Gesprächs. Wir könnten sicherlich noch 2-3 Stunden erzählen. Wer will, kann es ja im Buch nachlesen. Da steht ja alles drin, wie du es erlebt hast, wie du es wahrgenommen hast. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du gekommen bist. Und freue mich vielleicht bei nächster Gelegenheit irgendwann nochmal mit dir über die Eitelkeit, über das Leben in der Eifel und der großen weiten Welt mich unterhalten zu können. Es ist immer wieder befruchtend. Vielen Dank dafür.
Liebe Zuschauer, ich danke Ihnen auch recht herzlich für Ihr Interesse an dieser Sendung. Und wenn Sie den Hermann selber auch mal kennenlernen wollen, also man findet dich als nächstes beim Neujahrsempfang, aber dann ist der Beitrag eigentlich noch nicht ausgestrahlt, aber ja, man kann dich anschreiben, ansprechen. Du bist gerne bereit, über dein Leben Auskunft zu geben, wie du es erlebt hast. Es ist spannend. Ja, und wer nicht die Gelegenheit hat, kann es gerne nachlesen in deinem Buch. Ja, und du lebst ja hoffentlich noch viele Jahre. Da kommt schon noch ein zweiter Band raus. Ja, vielen Dank. Ja. Bleib gesund. Und vielen Dank, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.